erworben worden und die Ahnentafel, die Pedigree-Folge dieses Hengstes liest sich bilderbuchhaft. Vingino, über den berichtete ich nachhaltig. Dann Candillo, dieser Cassini-Grundy-Man-Sohn, der gerade in der Mutter erinnert sei auch an Craig, der mit Richard Vogel das Bundeschampionat gewonnen hat. Dieser Cornet-Sohn hat auch eine Candillo-Mutter. Und dann eben über Chin Chin und Cento spitzenmäßig gezogen ist. Die zweite Mutter, diese Chin-Chin-Tochter mit dem Namen Shishi Z, ging international im Springsport. Das ist doch schon mal was. Frau Eder als Züchterin hatte ich erwähnt, Uwe Stahl als Besitzer ebenso. Klaus-Philipp Eichert hat diesen Hengst bestens für den Hengstmarkt hier in München vorbereitet. Er hat ein körperliches Maß von 1,67 Meter. Ladies and Gentlemen, it's a very, very precious Damline side here. On the Fatherline side, Vingino, which I mentioned already a few times. Then we see Candillo, in former times located at the Holsteiner Verband as a breeding stallion there. Then in the south of Germany with a very, very successful progeny and offspring. And then the world-class stallion Chin Chin, which went for Mexico internationally. And then we keep on going with Cento. Cento, who was winner of the Grand Prix in Aachen with Otto Becker. And further on, we like to point out for you the Darko-san Omar, sowie the Gotthard-san Goldspring de Lozelle and the Thoroughbred Erdball in the Damline site. Thanks a lot. Es begab sich, dass ich seinerzeit als Live-Spectator bei den Olympischen Spielen in Athen auf der Tribüne saß und mir das Treiben im Nationenpreis angeguckt habe, damals im Einsatz für die United States of America. Ein Hengst mit Namen Royal Caliber, ein Sohn des Ramiro, der mit Chris Kepler damals erfolgreich dort bei Olympia vorgestellt wurde. Auch er entstammt dieser niederländischen Stutenfamilie. Interessante, wie ich finde, Zusammenhänge. Vingino sowie Candillo und Chin Chin. Oh la la.
In der Ruhe liegt der Segen. Oh. Ja, der geht das Ganze noch ein wenig übereifrig an, aber Ehrgeiz ist grundsätzlich ja gut. Vingino aus Candelo, vielen herzlichen Dank für diese durchaus vielversprechende Präsentation der Katalog Nummer 36. Gut gemacht und weiter geht's. Yeah.